es nur so bleibt, dann im Wälster von drei Verbänden. Und es sieht momentan blendend aus. Ja, ist klar, die Amerikaner, die drücken natürlich ein bisschen mehr für ihren Mann. Aber daran sieht man, dass wir so schlecht nicht liegen, sonst hätten die Amis nicht da ist auch vorne. Und sind nur noch drei Runden zu boxen. Wieder ein Tiefschlag von Hill. Wenn er Pech hat, kommt die nächste Verwarnung. Nochmal eindringlich würde er mahnen, Junge, wenn du es nochmal machst, dann passiert es wieder. Und dann ist wieder ein Punkt weg. Das ist ein bisschen unkontrolliert, die Aktion von Hill. Und da ist Michalczewski, landet nach wie vor. Ja, weil er einfach frischer ist vom Kopf her. Und da kann er natürlich auch ganz anders reagieren. Er hat noch mehr Kraft. Und eins ist auch klar, will seine beiden Titel verteidigen. Da muss ihm hier noch ein Glücksschlag gelingen. Der sogenannte Lucky Punch. Er muss gleich Michalczewski K.O. schlagen, ansonsten ist das Ding ja hinüber. Und zum ersten Mal riss Dariusz Michalczewski, als er in die Ringecke gegen seine Frau steht. Und Studek sagt auch direkt, du musst nicht leichtsinnig werden. So, noch zwei Runden. Die Slow-Mo noch einmal vom Tiefschlag. Lässt er die Backen auf. Aber er hat es gut weggesteckt. Noch zwei Runden und wie sagt man so schön, da muss das Ding eigentlich nur noch einschaukeln. Ja, wenn er jetzt hier auf Nummer sicher boxt mit seiner linken Hand, kann er eigentlich nichts mehr passieren. Also wie ich da alles kenne, wird er hier nochmal versuchen. Umgekehrt wird hier noch verrückt. Da direkt die rechte, zackig zum Kopf des Amerikaners. Aber der verträgt ja wirklich einiges. Ich glaube, wir haben mit Thomas Hearns, der in beiden Händen auch einen Riesenfund hat, über die Runden geht, der muss schon was verfahren können. Immer wieder die Rechte jetzt, nochmal die Rechte. Bahnt sich jetzt hier vielleicht doch noch das vorzeitige Ende an. Hill klammert jetzt, er ist am Ende seiner Kräfte, da passiert wohl nicht mehr viel. Und Darius, er macht das, was er 10 Runden lang gemacht hat. Er greift an, er bestätigt seinen Gegner und er trifft. Stoppt alles in seinem Kopf. Ohne ja, Virgil ist wahrscheinlich jetzt sehr, sehr froh, wenn der Kampf endlich vorbei ist. Stopp, Boxen! Aufzeit! Schau mal! Boah. Vor ist das Publikum hier natürlich begeistert. Ist noch ein großer Kampf, der gezeigt wird. So, und jetzt hat Deutschland immer ganz kurz den Mundschutz rausgeschoben. Kriegt man mehr Luft, auch klar. Aber ist wieder drin, alles im Lot.
Da haben wir wieder zwei gefangen. Ja, er darf die Deckung nicht hängen lassen. Das wäre nur wirklich fatal, wenn er hier noch in einen Lucky Punch rennen würde. Nach diesem großen Kampf, den Dajos Nikaszewski hier geleistet hat, aber Virgil Hill macht wirklich nicht mehr den Eindruck, als ob da noch allzu viel in den Fäusten steckt. Und die 11. Runde ist vorbei und noch 3 Minuten liegen vor Dajos Nikaszewski zum größten Erfolg seiner Karriere. Zu einem der größten Erfolge, die ein deutscher Boxer hier. Bleibe konzentriert, wieder runterkommen, vorne bleiben, nicht mit weggehen. Ne? Keine alten Schwächen zeigen. Ich hab's gehört, keine alten Schwächen zeigen. Wenn du meidest, den Körper vorne sein, dann kommst du auch weg, nicht nach hinten. Und dann kommt auch ein Schlag sofort, wenn du vorne bist und ein Bein oben. Kriegenschwupp. So, hier noch einmal Ralf, deine Punktewertung nach 11 Runden und da ist Ralf. Michael Czeski 9 Punkte vorne. Also wirklich, wie gesagt, nur noch ein Lucky Punch, ein K.O. Kann Hill hier retten. Aber man weiß ja nie, was die Punktrichter sehen. Da haben wir schon die größte Frage. Jeder sieht es natürlich auch ein bisschen anders. Sieht den einen Treffer so und der andere sieht ihn dann wieder so. Aber alles im Allen, ob es jetzt nur 5 Punkte oder 9 Punkte sind, spielt im Prinzip keine Rolle. Er liegt vorne und das, denke ich mal, ist klar und bei allen Punktrichtern. So, noch einmal fair haben sie die Handschuhe aneinander gerieben. Die letzte Runde. Bei einem großartigen Kampf, das kann man sagen, dem beide hier alles gegeben haben. Sekunden. Ah, da war nochmal die Linke von Elim Zielon. Er braucht nicht mehr zu riskieren. Da ist mich auch schlecht gesetzt. Wenn er diese Runde abgibt, eigentlich kann er nichts mehr schief gehen. So, bei der Runde kann durfte nichts mehr passieren, aber auch in der Runde setzt er wieder die klaren Treffer. Hey, macht noch mal ein bisschen mehr, weil er weiß, sind die letzten 3 Minuten danach, ist egal. Aber alles in allem auch ein sehr fairer Kampf. Zieht mal von den Tiefschlägen ab. Ja, aber die macht man ja nicht mit Abschluss. Man weiß, man kann damit keine Erfolge erzielen. Notfalls wird man sogar disqualifiziert und muss nicht im Bestellen eines Boxers. Auf den Rücken von Hill. Beide mobilisieren nochmal die letzten Kräfte. Ja, wirklich, dieser Czeski war hier blendend vorbereitet. Konditionell, wie auch vom Kopf her. So, und jetzt kann nichts mehr passieren. Auf 9, 8, 7, 6, 5, 4. Man kann ja den runterzählen. Und der Kampf ist aus und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, aber wir haben hier einen neuen Weltmeister gesehen. Dajos Michalczewski. Er lässt sich hier feiern, zu Recht. Hill war ein großer Gegner, aber Dajos Michalczewski. Er war heute einfach eine Nummer zu groß für den herausragenden Champion aus den USA. Und Klaus-Peter Kohl, er freut sich und das zu Recht. Und auch er hat ja sicherlich Beifall verdient, Virgil Hill, was er alles eingesteckt hat, wie er tapfer dagegen gehalten hat. Aber er sollte heute eben nicht sein. Er ist auf einen
Dajus Michalczewski gestoßen, der in Topform war. Wie gesagt, warten wir erstmal das Punktergebnis ab, aber alles andere als ein Sieg für diesen Mann hier, für den Tiger aus Hamburg, wäre ein Skandal, besonders gleich. Jawohl, lass dich feiern, Junge, du hast es verdient. Und das Publikum, es gibt natürlich solche Posen. Von Alia kann sich feiern lassen. Virgil Hill hat gar keine Anstalt gemacht, die Fäuste hochzureißen. Jetzt warten wir noch auf das Urteil der Punkterichter.